Die Marke Seiko kennen die meisten schon mit ihrem nahezu unübertreffbaren Preis-Leistungs-Verhältnis oder als Erfinder der Quarztechnologie in Armbanduhren. In diesem Video wollen wir auf die ausgegliederte Premium-Marke der Manufaktur eingehen und warum die Zeitmesser aus Japan ihren Preis wert sind. Jede Grand Seiko-Uhr hat dieselben hohen Maßstäbe in Sachen Präzision, Haltbarkeit und perfekte Ablesbarkeit. Unser erster von unseren 10 Gründen, warum Grand Seiko-Uhren ihren Preis wert sind, ist die moderne und innovative Technologie. Grand Seiko gilt als einer der innovativsten Luxusuhrenhersteller. Mit der Erfindung der Spring Drive Technologie hat die Marke neue Maßstäbe gesetzt, indem mit ihr ein komplett neues Antriebssystem geschaffen wurde. Nicht nur die Funktionsweise weckt Enthusiasmus für die Manufaktur, auch die Geschichte der Erschaffung ist äußerst romantisch. Denn 1977 begibt sich ein junger Seiko-Ingenieur auf die Suche nach einer unendlichen Uhr. In seiner Vision wird die Uhr von einer Aufzugsfeder angetrieben und weist eine Gangabweichung von nur einer Sekunde pro Tag auf. Eine Genauigkeit, wie sie bisher nur von hochwertigen elektronischen Uhren erreicht wurde. Dieser Ingenieur, Yoshikatsu Akahane, verfolgte über 28 Jahre diesen Traum. Nach über 600 Prototypen und zahllosen Rückschlägen wird im Jahr 1999 das sogenannte Spring Drive-Werk geboren. Wegen des fehlenden Aufzugsmechanismus bedarf es allerdings weiteren 4 Jahren Entwicklungszeit bis 2004, dann die erste Grand Seiko Spring Drive mit dem Kaliber 9R65 auf den Markt gebracht wurde. Bei der Entwicklung des Spring Drive-Werkes sagte man bei Grand Seiko so auch: Zittern die Planeten oder ticken sie laut, wenn sie am Himmel vorbeiziehen? Natürlich nicht. Die Zeit ist sowohl kontinuierlich als auch leise und gerade durch die Wiedergabe dieser essentiellen Eigenschaften der Zeit selbst erfüllt die Grand Seiko Spring Drive Technologie ihr Versprechen, die Zeit als einzige Uhr der Welt so anzuzeigen, wie die Natur selbst die Zeit angibt. Das ist nur ein Beispiel für den nächsten Punkt, auf den wir eingehen wollen, die Naturverbundenheit Grand Seikos. Neben der Inspiration für die Spring Drive Technologie finden auch die Designer Grand Seikos Impulse und Ideen oft in der Natur, die ja oft die schönsten Muster und edelsten Strukturen hervorbringt. So trifft man in der Siki-Kollektion wunderschön verarbeitete Ziffernblätter, inspiriert von den subtilen Änderungen der Jahreszeiten. Der Duft des Frühlings, die zarten Wellen im Sommerwind oder der Mondschein im Nachthimmel finden sich in den Zeitmessern wieder und machen sie zu wahren Kunstwerken. Eine weitere Inspiration war die japanische Weißbirke, die sich in den Wäldern Shizuku-Ishis nahe der Designstudios von Grand Seiko befinden. Das bekannteste Beispiel ist vermutlich aber das Ziffernblatt der SBGA 211, auch bekannt als Snowflake, deren Struktur an den unberührten, frisch gefallenen Schnee erinnert. Damit kommen wir schon zum nächsten Punkt, den Grand Seiko so besonders macht, und zwar die außergewöhnlichen Ziffernblätter. Eines der besondersten Merkmale sind die äußerst hochwertig von höchster Verarbeitungstiefe ausgezeichneten Ziffernblätter der Manufaktur aus Japan. Wie schon beschrieben, finden sie ihre Inspiration häufig in den besonderen Kompositionen der Natur. Das satte Grün der SBGJ 251, auch Shunbun genannt, steht für den Frühling, der in der Luft liegt, die Kirschbäume, die in den Bergen Japans zu blühen beginnen und die Sakura-Blüte, die die Hänge schmückt. In Kombination mit den roségoldenen Akzenten spiegelt der Zeitmesser das Versprechen des Frühlings wider. Auch die GMT-Funktion des Highbeat-Automatikwerks mit einer atemberaubenden Ganggenauigkeit von -3 bis +5 Sekunden Gangabweichung ist überaus passend zu dem Geiste der Kollektion. Das Ziffernblatt der Shosho beschreibt den nahenden Hochsommer. Während die Regenzeit endlich ein Ende nimmt, der warme Wind kräuselt dabei sanft die Oberfläche der vielen tausenden Seen und Teiche, die in ganz Japan in der Frühsommersonne schimmern. Das Wellenmuster auf dem Ziffernblatt in horizontaler Form erweckt diese Landschaft förmlich zum Leben auf dem Handgelenk. Die Ziffernblätter Grand Seikos sind eines der vielen Beispiele für die bewährte Handwerkskunst der Manufaktur. Genau das ist unser vierter Punkt, und zwar die bewährte Handwerkskunst über Dekaden hinweg. Die über Jahrzehnte bewährte Handwerkskunst spiegelt sich in einigen Aspekten der Zeitmesser der aus dem Konzern ausgegliederten Premium-Marke wider. Sei es in der Fertigung der außergewöhnlichen Automatik, Springdrive oder Quarzwerke, der Ziffernblätter oder in der charakteristischen Zarazzo-Politur.
Die ist genau unser fünfter Punkt, die meisterhafte Zarazzo-Polissage. Neben den Ziffernblättern hat auch das Gehäuse in den meisten Fällen mehr Finesse als manch andere komplette Uhr. So wird beispielsweise häufig das mittlerweile international hoch angesehene Zarazzo- und Hairline-Finish verwendet. Die Zarazzo-Polissage ist eine der anspruchsvollsten und schwierigsten Methoden, ein Uhrengehäuse zu bearbeiten. Sie erfordert höchste Präzision und Geschicklichkeit, die nur das menschliche Auge erreichen kann. Daher kann sie nicht rein maschinell vorgenommen werden, sondern muss von Hand geschehen. Während das Gehäuse gegen die rotierende Scheibe gedrückt wird, spüren die mit dieser Aufgabe betrauten Handwerkerinnen und Handwerker nur mit ihren Augen und dem Gefühl in den Fingerspitzen den genauen Winkel und den erforderlichen Druck. Mit Fingerspitzen fühlen sie die erzeugte Hitze, Vibration und Geschwindigkeit, mit der das Schleifmittel verbraucht wird, und nehmen die erforderlichen Anpassungen vor. Diese Sensibilität ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung, und selbst dann gibt es nur wenige Menschen auf der Welt, die über genügend Talent und Geschick verfügen. In der Herkunftsstätte des Spring Drive im Shinshu Uhrenstudio nahe der Stadt Shiojiri in der Präfektur Nagano, einer Gegend, die mit einer wunderschönen Aussicht auf die Gebirgszüge Yonen, Hotaka sowie mit frischer, klarer Luft und reinem sauberen Wasser gesegnet ist, arbeiten die Expertinnen und Experten, die diese filigrane Arbeit vollziehen. Unser sechster Punkt ist allerdings auch die große Auswahl an diversen Uhren bei Grand Seiko. Denn neben den sportlichen Taucheruhren und eleganten Dresswatches findet man in der Kollektion Grand Seikos auch sportlich elegante Allrounder, die bestens für eine One-Watch-Collection geeignet sind. Hierzu beispielsweise die Uhren in der Seki-Kollektion, die White Birch oder die Snowflake. Sie begeistern neben ihrer Vielseitigkeit auch mit einigen Komplikationen wie der 24-Stunden-Zeit, der GMT-Funktion. Außerdem hat man die Wahl zwischen diversen Uhrwerken. Automatikaufzug in Form eines High-Beat-Werks mit 36.000 Halbschwingungen pro Stunde, innovative Spring-Drive-Werke oder die präzisesten Quarzwerke der Welt, die man überhaupt finden kann. Unser siebter Punkt ist die beste Verarbeitung der Branche. Die Manufaktur verkörpert in ihren Produkten die einzigartige japanische Ästhetik und bietet souveräne Perfektion in Leistung und Verarbeitung. Hierfür ist Grand Seiko überdies schon immer bekannt. CEOs großer Schweizer Uhrenmarken bekennen sogar hochachtungsvoll, Grand Seiko habe die beste Verarbeitung der Branche. Die Beispiele für die Raffinesse wurden teilweise schon erläutert. Die Zarazzo-Politur der Gehäuse, die überaus hochwertige Gestaltung, Tiefe und Dreidimensionalität der Ziffernblätter, perfekt thermisch gebläute Zeiger und höchst präzise Werke, egal ob Automatik, Springdrive oder Quarz. Diese sind auch unser achter Punkt, denn egal welches Werk, Grand Seiko-Uhren sind immer höchst präzise. Die außergewöhnliche Präzision ist ein weiteres Thema, bei dem sich Grand Seiko extrem von anderen Luxusherstellern abhebt. Die mechanischen Uhren der Manufaktur sind trotz dessen nicht Chronometer zertifiziert. Das ist dem Fakt geschuldet, dass Grand Seiko selbst sagt, sie stellen höhere Ansprüche an sich selbst und die Chronometer-Zertifizierung wird dann durch diese übertroffen. Das Automatikwerk 9S zum Beispiel wird 17 Tage lang unter strengen Bedingungen in 6 Lagen und 3 unterschiedlichen Temperaturen getestet. Um höchste Ganggenauigkeit zu gewährleisten, werden die Teile äußerst präzise gefertigt. Zur Herstellung der Präzisionsteile für das Kaliber 9S zum Beispiel wird die MEMS-Technologie, die Micro-Electromechanical Systems-Technologie, eingesetzt. MEMS ist eine hochentwickelte Halbleiterfertigungstechnologie, die die Herstellung von Leichtbauteilen mit extremer Präzision und Toleranzen von einem Tausendstel Millimeter ermöglicht. Dabei wird eine Ganggenauigkeit von plus 5 bis minus 3 Sekunden pro Tag erreicht, bei weniger Verschleiß dank eigens entwickelter Kobalt-Nickel-Legierung. Auch das Kaliber 9F ist ein Hochleistungsquarzwerk. Es verfügt über mehrere einzigartige Technologien, die die Performance des Quarzantriebs auf den hohen Standard Grand Seikos steigern. Dank sofortiger Datumsschaltung springt die Datumsanzeige in einem 2000stel einer Sekunde um. Das 9F-Werk läuft nicht nur extrem genau, sondern zeigt die Zeit auch äußerst genau an. Der Sekundenzeiger ist akkurat auf den Sekundenindizes ausgerichtet und schwingt dank der sogenannten Backlash Auto Adjustment System nicht nach. Grand Seiko stellt seine Quarzoszillatoren selbst her und lässt diese in der Manufaktur 3 Monate
altern. Dieser Prozess geschieht unter verschiedenen elektrischen Spannungen, um die gewünschten Eigenschaften des Quarzoszillatoren zu stabilisieren. Also, die haben das schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Somit definiert das Kaliber 9F die Quarzuhr komplett neu und bietet eine höhere Leistung und gleichzeitig eine längere Lebensdauer. Die Quarzantriebe der Manufaktur erreichen eine beeindruckende Ganggenauigkeit von plus minus eine Sekunde pro Monat oder plus minus 10 Sekunden pro Jahr. Quarzuhren, die den Namen Grand Seiko eindeutig verdient haben. Auch das Springdrive-Werk bietet hingegen durch die Kombination einer traditionellen Aufzugsfeder mit einem elektrischen Gangregler das Beste aus beiden Welten. Eine Uhr, die durch die Bewegung ihres Trägers angetrieben wird, aber mit einer Genauigkeit, die um ein Vielfaches höher als jene ist, die mit jeder anderen mechanischen Technologie erreicht werden kann. Sie wird als mechanische Uhr kategorisiert, weil sie alleine über die Aufzugsfeder durch die Bewegung des Trägers betrieben wird. Diese Aufzugsfeder versorgt aber im Gegensatz zum klassischen mechanischen Uhren einen Quarzoszillator mit Energie. Dieser Quarzoszillator gibt wiederum sehr genau den Takt vor und vergleicht diesen fortlaufend. Es gibt Energie an das Räderwerk ab, um die Uhr zum Laufen zu bringen. Die perfekte gleitende Bewegung des Sekundenzeigers wird durch eine magnetische Hemmung erreicht, da keine Reibung vorliegt, konträr zur mechanischen Hemmung. Auf eine Batterie kann verzichtet werden, weil die Energie ja wie bei einer normalen mechanischen Uhr in der Zugfeder gespeichert wird. Die Springdrive-Werke haben eine Ganggenauigkeit von beeindruckenden plus minus 15 Sekunden pro Monat. Diese Abweichung haben einige automatische Uhren bereits nach einem Tag. Springdrive ist ein einzigartiges Uhrwerk, welches das hohe Drehmoment einer mechanischen Uhr mit der präzisen Steuerung durch einen integrierten Schaltkreis einer elektronischen Uhr verbindet. Unser neunter Punkt ist das Streben nach Perfektion. Seit mehr als 60 Jahren streben die Uhrmacher und Designer nach makelloser Perfektion auf jedem Gebiet der Fertigung. Dazu braucht es Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Die Takumi-Handwerksmeister verfügen über besondere handwerkliche und künstlerische Fähigkeiten. Ihr großer Perfektionismus und ihre Leidenschaft für das, was sie tun, sind einzigartig. Das Ziel der Handwerker bleibt über Jahrzehnte gleich. Kontinuierlich zu lernen, die eigenen Fähigkeiten immer weiter zu verfeinern, ihr Wissen weiterzugeben und die Verbindung aus Tradition und Innovation jeden Tag aufs Neue zu vollenden. Ihr wichtigstes Werkzeug sind ihre Hände. Im Gegensatz zur Norm werden im Hause Grand Seiko auch Quarzuhren von Hand vollendet. Unser letzter Punkt, der zehnte Punkt, ist die Manufaktur bei Grand Seiko. Grand Seiko gehört zu den Manufakturen, die eine der höchsten Fertigungstiefen haben. Dies ist der Anspruch, den jeder einzelne Mitarbeiter Grand Seikos mit sich bringt. Eine Manufaktur zeichnet sich nicht nur durch die Assemblage der Komponenten aus, sondern auch dadurch, dass die Produktion und die Entwicklung neuer Innovationen in-house passiert. Die mechanischen Uhren von Grand Seiko werden in der Präfektur Iwate im Studio Shizu Kuishi gefertigt. Die Takumi-Handwerksmeister des Studios kontrollieren das Design, die Herstellung, die Assemblage, die Regulierung und die Lieferung von wichtigen mechanischen Uhrenkomponenten. Eine mechanische Grand Seiko-Uhr besteht aus über 200 bis 300 Einzelteilen, von denen jedes einzelne perfekt verarbeitet sein muss, um die höchste Präzision der fertigen Zeitmesser zu gewährleisten. Die Toleranzen in der Uhrmacherei sind mikroskopisch klein und betragen meist nur wenige Tausendstel Millimeter. Im Studio Shinshu wird an neuen Technologien für Quarzuhren und dem exklusiven Springdrive gearbeitet. Das Studio verfügt über die Mitarbeiter, Fähigkeiten und Technologien, um jeden Aspekt der Uhrmacherei vollkommen zu machen. Von der Entwicklung, dem Design und der Produktion von Uhrwerken bis hin zur Herstellung, Montage und Justierung kompletter Uhren, einschließlich Gehäusen, Ziffernblätter, Zeiger und Indizes. Grand Seiko stellt alle Springdrive und Quarzuhren von Grand Seiko in eigenem Hause her. Damit ist das Studio eine der wenigen voll integrierten Manufakturen der Welt und bringt Grand Seiko zu einer Fertigungstiefe von 100%. Das waren sie. 10 Gründe, warum Grand Seiko Uhren ihr Geld wert sind. Wir sprechen häufig über die Uhren bei uns in der Community, bei unseren Livestreams. Viele Kunden kommen nur für diese Uhren bei uns rein, um das zu erleben, diese Fertigungstiefe, diese Perfektion zu erleben. Ich lade euch auch herzlich ein, vorbeizukommen, euch mehr Videos zu Grand Seiko anzuschauen und die Marke, die Produkte und die Philosophie besser kennenzulernen.
Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, bis dann. Euer Benedikt.